Teilnehmer auf dem Podium, Dirk Stegemann. Bitte. Ja, Frau Hamm ist noch nicht da. Ja, ich bin Dirk Stegemann, gehöre zum Arbeitskreis Marginalisierte gestern und heute, die diese Veranstaltung heute initiiert haben. Zu Beginn möchte ich erstmal nochmal Fitz danken, dass sie genau die Motivation dieser Veranstaltung nochmal hervorgehoben hat, auch wenn dabei die Erwähnung einer nicht jetzt hier frei auf dem Podium sitzenden Opfergruppe nochmal sogar die Diskussion noch erweitert um die Perspektive der schwarzen Menschen. Die Motivation der heutigen Veranstaltung und die Ambition war ja gewesen, genau hier das Thema verschiedener vergessener Opfergruppen zusammenzuführen, die Überschneidungen und das Zusammengehen von Eugenik, Rassenhygiene, Sozialdarwinismus und Euthanasie hier auch thematisch aufzuzeigen. Der Arbeitskreis Marginalisierte existiert seit 2007 und hat das Thema insbesondere Verbrechen in der Nazizeit in ihrem Bearbeitungsthema. Dazu gehört das Arbeitshaus Rummel, die ehemaligen Arbeitshäuser in Rummelsburg, aufzuarbeiten. Wir haben seit 2007 versucht, oder wir haben es auch geschafft, in der BVV einen Beschluss hinzubekommen, dass dort Gedenktafeln aufgestellt werden. Die sind vor einigen Wochen auch installiert worden, wenn auch nicht in der Form und auch nicht an dem Ort, an dem wir es uns gewünscht hätten. Wir stehen jetzt am Uferweg, wenig einsehbar und wahrscheinlich auch nur durch ein paar Fußgänger, Wanderer dort zu sehen. Das sind nur zwei Tafeln anstatt der mindestens drei, die wir gefordert haben. Das heißt, diese Zeitepochen einfach verzerrt dargestellt und eine Tafel ist der Zeit vor 1945 gewidmet und eine ganze Tafel der DDR-Geschichte. Und somit finden wir, ist das für uns eine verzerrte Wiedergabe von und Relativierung auch der Singularität der Nazi-Verbrechen. Das haben wir bei der Einweihung auch thematisiert. Bisher fordern wir nach wie vor eine dritte Tafel. Nach 2007, nach dem Beschluss zu dieser Tafel, sind wir zu dem Schluss gekommen, uns dafür einzusetzen, dass nicht nur Gedenktafeln auf diesem Gelände installiert werden, sondern es notwendig ist, einen Gedenkort zu schaffen, der gleichzeitig auch der Forschung, der Aufarbeitung, auch der Kontaktaufnahme und einen Lernort beinhaltet, und zwar zum Thema Aufarbeitung 100 Jahre sozialer Ausgrenzung. Explizit verbunden auch mit rassistischer Ausgrenzung und die Punkte aufzuzeigen. Denn all dies findet sich in dem Stigma asozial, ich sage Stigma, weil es, wie gesagt, außer bei den Nazis keine abschließende, allgemein anerkannte Definition dafür, für dieses Stigma gibt. Es ist einfach ein Sammelsurium aus negativen Zuschreibungen, die unwertig, minderwertig, unnütz und hat getroffen, lebensunwert. Es hat, wie gesagt, getroffen viele Opfergruppen. Dabei waren Obdachlose, Wohnungslose, Bettler, Landstreicherin, Sinti und Roma, es waren Betroffene, Homosexuelle, es waren Jüdinnen betroffen, es waren Suchtkranke betroffen. Es konnte im Prinzip jedem treffen, was genau diese Banalität in Frage stellen, die mit diesem Stigma, das heute immer noch im Sprachgebrauch völlig wahllos, entkontextualisiert und enthistorisiert verwendet wird, gegeben, dem es gerade passt, also im negativen Kontext nach wie vor, aber als Zuschreibung, als Diskreditierung eines jeden Menschen und der Arbeitskreis Marginalisierte tritt nach wie vor davor ein, dass dieses Stigma überhaupt nicht mehr benutzt werden soll, dass dieses Stigma weil kein Mensch eben asozial sein kann, wie kein Mensch legal sein kann, oder sonst nichts. Deswegen treten wir dafür ein. Das ist unser Kontext. Der Tag heute ist unwahrscheinlich wichtig. Gedenken und Erinnern
uns dieser Verbrechen jeden Tag zu vergegenwärtigen, auch hinsichtlich heutiger Entwicklungen und immer noch vorhandener Denkuneinstellungsmuster, die mit der Nichtaufarbeitung dieser Verbrechen verbunden sind, immer wieder aufzuzeigen. Das liegt uns sehr am Herzen. Und Gedenken und Erinnern kann ohne heutiges aktives Handeln nicht funktionieren. Das heißt, diese Negativzuschreibung, egal ob als sogenannte Sozialschmarotzer, als Unnütze in der Gesellschaft, in einer Verwertungslogik, die in diesem System verhaftet ist, die Menschen oder die Existenzberechtigung von Menschen unter Finanzierungsvorbehalt stellt, kann so nicht funktionieren und wird solche Stigmata zu negativen Zuschreibungen, Verfolgung von Menschen, Ausgrenzung von Menschen eben halt nicht beenden. Und insofern ist es unwahrscheinlich wichtig, das aufzuarbeiten, und es wird Zeit, endlich alle Opfer der Nazis als NS-spezifisches Unrecht anzuerkennen und nicht zu diskutieren darüber, ob Unrecht schon vorher existiert hat oder hinterher weiter existiert hat, sondern die Ermordung und Deportation von Menschen in Konzentrationslagern sind Verbrechen, und zwar an jedem, der dort gewesen ist. Und das sollte anerkannt werden. Die noch leben, sollten endlich entschädigt werden, einschließlich der Angehörigen, die ebenfalls darunter gelitten haben, was ihre Eltern erlebt haben, und auch der psychische Effekt ist dabei nach wie vor nicht klein zu reden. Und es geht auch darum, einfach heute solche Stigmata wie Asozialität und die damit verbundene negative Konnotation und Zuschreibung aufzuheben.